Bourgeois, der mich in der Pause angepöbelt hat. Ja, feige beleidigt auf der stillen Örtlichkeit, während er stand. Und ich saß. Ruhe! Aber ich weiß, wer es war. Ich habe ihn erkannt. An seiner Stimme. Doktor Müller, Meier, ich weiß, du bist hier im Raum. Ich weiß es. Du sitzt hier irgendwo im Dunkeln, aber ich finde dich, denn ich bin auf Empfang. Zeige er sich oder getraut er sich nicht, Dr. Müller-Meyer, du Besucher meines väterlichen Wappens. Wie oft schon hast du meinen Namen und meine Ehre durch den Schmutz gezogen. Ich will Satisfaktion in aller Öffentlichkeit. Zwei Pistolen auf freier Schritt mit zweifachem Feuerwechsel, hier und jetzt. Ein Wort nur. Ein einziges Wort hat er gesagt. Aber dieses eine Wort wird den Verlauf des heutigen Abends in eine unvorhersehbare Richtung lenken. Wissen Sie, was dieser Bourgeois zu mir gesagt hat? Kann es sein, während ich waffenlos auf der Brille saß? Ein Spinner. Ein Spinner! Zum letzten Mal. Oh, wie, oh, je, mini, ist das das End? Es ist's, ich bin erledigt. Ah! Ich hört sich aber der Spaß an. Vor einer halben Stunde war noch alles gut. Dann kam das Wort. Und jetzt? Wissen Sie, was es heißt, wenn einem die Vergangenheit in die Mahnprobe sickert? Seid gestillt. Ich habe keine Ahnung. Hören Sie gut. Mucksmäuschen still. Ich möchte Ihnen ein Geheimnis anvertrauen, das noch nie zuvor ein Mensch gehört hat. Ich weiß, ich mute Ihnen jetzt viel zu und ich befürchte, dass Sie der Tragweite des Gesagten innerlich nicht gewachsen sind. Ein Geheimnis, so unvorstellbar, das von heutigen Abend an die Menschheit in eine neue Epoche übertritt. Man wird gezwungen sein, die Geschichtsbücher umzuschreiben, alle von vorne bis hinten. Ich war nicht schon immer der Edle von Münchhausen. Mein bürgerlicher Name war Eugen Kunert. Eugen Kunert. Kennen Sie das nicht auch? Die Tretmühle. Keinen Twinnen. Die Monate rieseln immer schneller dahin und eine Stimme in Ihnen fragt, sollte das alles gewesen sein? Ja, Mesdames et Messieurs. Ich bin der eine unter Millionen, der durch einen unwiederbringlichen Wink von Fortunas goldenem Unterarm in den Adelsstand erhoben wurde. In einer kleinen Stadt lebte einst ein Mann namens Eugen Kunert. Ein biederer Mann mit einer noch biederen Tätigkeit. An jenem Abend legte sich Eugen Kunert wie gewohnt früh ins Bett. Draußen war ein Gewitter aufgezogen. Der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben. Eugen Kunert schloss die Augen. 4 Stunden Geschichtsunterricht hatte er am nächsten Vormittag zu geben. Da muss man gut präpariert sein. Und dieser Mann war kein fauler Sack. Schlacht bei Kunersdorf. Na? Na? 1759. Plötzlich knackt er sich, Eugen Kunert. Hörte eine Stimme direkt aus den Regentropfen. Es war zweifelsohne eine adelige Stimme und sie flüsterte, du bist ein Baron, du bist ein Baron. Dann befahl die Regentin,
eigenen Stimme Eugen Kunert hinauszulaufen. Eugen Kunert gehorchen und rannte mitten ins Gewitter hinein. Aber an den Eisengittern vor den Fenstern erkannte ich, dass ich in einem Schloss war. Draußen gingen etliche Herrschaften spazieren. Ein alter Mann trat an mein Bett. Das war Hippolytus, mein Leibarzt. Wie oft habe ich auf dem Chaiselon gelegen und ihm von meinen unglaublichen Abenteuern erzählt. Eines Tages aber war Hippolytus nicht mehr da. Stattdessen war ein anderer Mann an seine Stelle getreten. Dr. Müller-Meyer! Das Schwein hat mich auf Rohkost gesetzt. Er hat gesagt, dass ich nicht mehr lebe. Halt, er ist nicht vor mir. Es ist hinter mir. Da ist ein weißer Kittel. Und da ist noch einer. Und da stehen gleich zwei. Was soll ich? Hä? Aufhören? Nein, jetzt nicht. Ich habe meinem Publikum noch viele Abenteuer zu erzählen. Kommen Sie doch hervor und holen Sie mich ab, wenn Sie den Mut haben. Ach so, Sie wollen hier keinen Skandal provozieren. Sie warten, bis es dunkel ist. Schauen Sie mal, wie ruhig ich bin. Nicht einmal mein kleiner Finger zittert. Ich erinnere mich noch genau an meinen Besuch bei Dr. Müller-Meyer. Dr. Müller-Meyer ist einer der Männer von der Administration. Ich habe an ihn schon mehrere Male meine Petition gestellt, mir den linken Schlossflügel von Chateau Belvedere zu Tiefenschwangau als meine Residenz zuzubilligen. Da mache ich keine Abstriche. Ich wollte Ausgang haben, für 2-3 Stunden bis zum Abendbrot. Aber was glauben Sie, was die Kanaille mit mir machte? Sie ließ den Edlen von Münchhausen eine halbe Stunde im Flur antichambrieren. Eine Infamie, bei der mir heute noch die Hand an den Degen zuckt. Endlich bat mich Dr. Müller-Meyer durch seinen Sekretär herein. Dr. Müller-Meyer saß an einem Schreibtisch voller Stempel und Papier. An der Wand hing eine Reproduktion von Picasso. Ich erinnere mich noch genau an die Worte, die Dr. Müller-Meyer an mich richtete. Er sagte: Großmächtiger Baron von Gottes Gnade, ich würde eurer Bitte ja gerne Folge leisten. Sie könnten in den 2 Stunden bis zum Abendbrot im Bauch eines Walfisches nach Madagaskar schwimmen. Auf einer Brust. Aber ich kann nicht, mir sind die Hände gebunden. Befehl von oben. Sie sollten mein Verhalten bitte nicht missverstehen. Ich mag Sie. Ich habe eine echte menschliche Zuneigung zu gefasst. Und sieh doch, meine Arbeit ist richtig in Schwung gekommen. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Passen Sie auf. Wir wollen gemeinsam eine Lösung finden. Was ist das, was ich hier habe? Richtig. Eine Hand. Und bei Ihnen? Auch eine Hand. Und was ist an dieser Hand dran? Richtig. 5 Finger. Und bei Ihnen? Auch 5 Finger. Aber sehen Sie, da sind wir uns ja schon einig. Das ist die Frage, die ich mir so oft
Erscheint. Sollte Letzteres zutreffen, so rate ich Ihnen, Ihr Leben schleunigst zu organisieren, denn irgendwann ist es zu spät. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Mag das wohl für ein Vogel sein, der da singt? Mesdames et Messieurs, es ist wieder an der Zeit. Es muss sein. Ich werde mich nun kurzzeitig retirieren und mir einen edlen Tropfen zur Brust nehmen. Meine Musici, spielen Sie dem Publikum so lange etwas Lustiges. Spielen Sie in der Zwischenzeit das Jäger- und Reiterrondo, welches mir der dänische Meisterkomponist Krit Gierhör während meines Aufenthalts in Kopenhagen eigens dediziert hat. Ich werde mich jetzt retirieren. Ja, wieder mal kein fließendes Wasser. Wieder mal kein